Wenn du eine Frau kennenlernst, merkst du schnell, ob du sie magst. Und je schneller, desto mehr kommt das Gefühl, dass du jetzt keinen Fehler mehr machen willst. In diesem Video bekommst du die 5 Eigenschaften, die Männer haben, die in solchen Situationen die völlige Ruhe bewahren können. Hier sind 5 Eigenschaften, die dich unwiderstehlich machen. Mein Name ist Andy Friday und wir helfen seit über 10 Jahren Männern mit Herz dabei, selbstbewusster zu werden und die Frau, in die sie verliebt sind, auch zu ihrer Freundin zu machen. Was ich leider immer mehr beobachte, sind Männer, die entweder überhaupt keine Verantwortung für ihre Resultate mit Frauen übernehmen oder Männer, die das komplette Gegenteil tun und alle Schuld auf sich selber schieben. Das heißt, wir haben es sehr oft mit diesen Extremen zu tun. Männer, die entweder ihre Schuld komplett auf Frauen schieben und sagen, Frauen sollten sich verändern, warum können sie nicht so und so sein, sie sollten mich ansprechen, ich bin doch schon so ein toller Mensch und so weiter und so fort. Oder das sind Männer wie zum Beispiel bei uns der Robert, der gesagt hat, ich habe jetzt diese Frau kennengelernt und sie, schau mal, ich schreibe mit ihr und ich initiiere das Date und ich habe das Gefühl, sie mag mich, ich will sie aber nicht ausnutzen, ich weiß nicht, ob ich dann mit ihr zusammenkommen werde, deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich mit ihr treffen sollte, weil vielleicht, wenn mehr zwischen uns passiert, dann wird sie mehr wollen und deswegen weiß er nicht, was er tun soll. Und das ist natürlich jemand, der sehr viel Verantwortung übernimmt, der sogar ihre Verantwortung mit übernimmt, weil er Angst hat, dass er einen Fehler machen könnte, wenn sie sich in ihn verliebt. Beides sind Extreme. Ganz genau. Wir sollten in allem, wie wir Frauen, Männer, Menschen, unsere Mitmenschen behandeln, zunächst mal realisieren, dass wir nur 50% der Kontrolle über die Situation haben. Wir können uns selber kontrollieren, wir wissen, was wir tun können. Wir können auch Verantwortung übernehmen für uns. Wir können auch Verantwortung übernehmen für das, was passieren wird, sodass wir sagen, weißt du was, nächstes Mal mache ich es besser. Aber am Ende des Tages hat sie in der Verführung auch eine Rolle zu spielen. Und da heißt es einfach menschlich sein. Das Ganze darf auf Augenhöhe passieren. Dann ist es auch angenehm. Das bedeutet, sie hat genauso viel Verantwortung wie du. Andere Art der Verantwortung vielleicht, je nach Mensch, je nach Paar, aber auch Verantwortung. Und das heißt, wir müssen hierbei jetzt direkt bei der ersten Eigenschaft einmal darauf achten, dass wir den Männern helfen, die unsere Kunden sind. Und das sind die Männer, die zu viel Verantwortung übernehmen. Die Männer, die überhaupt keine Verantwortung übernehmen, die ziehen wir gar nicht erst an. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also die Männer, die sehr herzlich sind, die Menschen etwas geben wollen, die Frauen unbedingt ein Geschenk sein wollen. Und das applaudieren wir. Das ist nämlich genau die Philosophie, die wir hier bei Andy Friday ebenfalls verfolgen und die so viele Frauen von unseren Kunden ebenfalls glücklich gemacht hat. Allerdings musst du aufpassen, dass du es nicht übertreibst und dass du dir bewusst bist, dass sie ihre Rolle ebenfalls zu tragen hat. Und damit kommen wir zum ersten Punkt, zur ersten Eigenschaft, an der du arbeiten solltest, wenn du viel zu viel Sorgen machst, wenn du viel zu viel Verantwortung übernimmst und du viel mehr Leichtigkeit und spielerisches Herausfordern mit in deine Verführung integrieren solltest. Eigenschaft Nummer 1. Eigenschaft Nummer 1, die du als Mann haben solltest, wenn du diese Frau magst. Du solltest für sie eine Herausforderung sein. Nicht frei nach dem Motto, oh je, jetzt mag ich sie, jetzt lege ich ihr die Welt zu Füßen und ich bin für sie immer verfügbar. Ich mache mir den ganzen Tag Sorgen darüber, ob sie mir noch antwortet, was ich ihr schreiben soll, was ich sagen soll, wenn ich sie sehe, welche Fehler ich vermeiden sollte und, und. Nein, um eine Herausforderung für sie zu sein, bedeutet es, diese Augenhöhe, von der ich gesprochen habe, wirklich zu etablieren. Das ist der erste und wichtigste Punkt gleichzeitig, wenn du ein Mann bist, der sich sehr viel Sorgen um sie macht. Also Sorgen im Sinne von, dass du alles richtig machst. Ja? Wenn du noch nicht in dieser Gleichmütigkeit, in dieser Entspanntheit drin bist, dass du dich wohl und selbstbewusst in ihrer Nähe fühlst, dass du souverän mit ihr flirten kannst, sie verführen kannst und das Ganze auf Augenhöhe geschieht, dann musst du hier ganz genau aufpassen. Um eine Herausforderung zu sein, müssen wir die Verführung, den Tanz, wieder auf Augenhöhe leveln. Das heißt, mach dich ruhig etwas rarer. Übertreib das aber nicht. Hier kommen wir nämlich zu diesen Männern, die das natürlich als die neue Bibel nehmen und sagen, alles klar, ich muss jetzt mich rar machen, willst du gelten, mach dich selten. Und sie übertreiben es komplett auf der anderen Seite. Das funktioniert genauso. Das ist eine Manipulation. Korrekt. Damit möchtest du wieder in einer Extremhaltung sie dazu bringen, sich endlich anders zu verhalten, als sie es bisher, als Frauen es bisher getan haben. Und das ist in der Tat Manipulation. Es geht ja hier darum, dass du dich als Mann endlich wohl in deiner Haut fühlst. Und das bedeutet, dass du auch ein Recht dazu hast, begehrt zu werden.
Und als Mann, der dieses Recht hat, auch begehrt zu werden, hast du auch das Recht, dir nicht die ganze Zeit Sorgen um sie zu machen, dass alles gut gehen wird, sondern tatsächlich dich auch mal jagen zu lassen. Wie bei einem guten Tanz gehört eine spaßige, schöne Verführung dazu, dass du und sie euch gegenseitig mal etwas Druck macht und mal den Druck löst. Das heißt, dass du ihr mal hinterher rennst und sie dir mal hinterher rennt. Keines der beiden Extreme ist gut. Frauen hinterher zu rennen, das wissen wir, bringt immer wieder dieselben Resultate, dass Frauen vor dir wegrennen, sinnbildlich und vielleicht auch wörtlich. Aber dich komplett von ihnen abzuschirmen, hat das Resultat, dass du überhaupt keine Frauen in deiner Nähe hast. Oder nur diejenigen, die überhaupt kein Selbstbewusstsein haben. Vielleicht jemand, wie du es einmal warst. Und beides bringt dich nicht an den Punkt, wo du mit einer schönen und intelligenten Frau eine gesunde Beziehung aufbauen kannst. Das heißt, wir haben hier dieses Gleichgewicht an, wie viel Herausforderung sollte ich denn wirklich sein und wie viel ist übertrieben. Das ist natürlich. Und wie viel Interesse zeige ich? Ja, das ist natürlich ein Erfahrungswert. Du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass du jetzt dieses Video schaust und dann direkt bei der nächsten Frau dieses perfekte Mittelmaß treffen wirst. Aber wenn du bisher immer auf der Extreme warst, dass du ihr sofort alles recht machen wolltest, dann ist es durchaus sinnvoll, einmal in diese andere Richtung zu schwenken und zu schauen, wie kann ich mir denn maximal viel Entspannung bei dieser Frau schenken. Lass uns mal ein paar Beispiele nennen. Wenn du zum Beispiel mit einer Frau schreibst. Ja, wenn du mit einer Frau schreibst, dann kennst du das bestimmt, dass du ihr eine Nachricht schreibst und dann wartest. Wartest, wartest, wartest. Vielleicht tust du das Handy weg, vielleicht machst du es aus, tust es in deine Hosentasche, aber irgendwann nimmst du es wieder raus und schaust, ob diese zwei blauen Haken endlich da sind. Und wenn sie dann da sind, dann, oje, oje, jetzt hat sie es gelesen, okay. Und jetzt wartest du darauf, dass sie antwortet. Wenn sie nicht antwortet, dann steigt natürlich der Stress, dann steigt die Angst, dann steigt auch die emotionale Abhängigkeit von deinem Gemütszustand, dass sie dich glücklich macht, dass sie dir endlich antwortet mit einer positiven Nachricht. Und wenn sie das nicht macht, sinkt dein Selbstbewusstsein. Während dieser Wartephase bist du so angespannt wie eine Feder, die man zusammengedreht und gerollt hat, und dass, wenn sie dir dann antwortet, oh, dann geht das Herz auf, alles klar, sie hat geantwortet, super, ich habe sie nicht verloren. Und was passiert dann? Dann möchtest du sofort wieder antworten. Das ist das eine Extrem, so wie es viele bisher immer gemacht haben. Damit bist du überhaupt keine Herausforderung. Auf der anderen Seite des Extrems. Ja, auf der anderen Seite des Extrems kannst du dich natürlich eine Woche lang nicht melden, sie komplett ignorieren, vielleicht sie sogar teilweise blockieren, dass du überhaupt nicht erreichbar bist für sie. Aber was wäre das? Das wäre absolut manipulativ. Was wären jetzt die richtige Waage zwischen den einen Extremen und den anderen Extremen? Mein Vorschlag ist, und das funktioniert für mich wunderbar und für die meisten Coaches, die ich hier kenne, ist es, einfach mein eigenes Leben zu führen. Das darfst du auch. Du hast bestimmt Hobbys. Ich gehe davon aus, wenn nicht, such dir ein Hobby. Du hast Freunde, die du treffen kannst, mit denen du ins Kino gehen kannst, Billard spielen gehen kannst, Fußball spielen kannst. Du hast zu tun. Und genau das darfst du auch ausstrahlen. Du darfst dich ein paar Stunden nicht melden, vielleicht auch erst am nächsten Tag. Und dann aber dafür eine geile Geschichte erzählen können. Jawohl, weiterhin haben wir natürlich das Verhalten beim Schreiben oder auch bei der Unterhaltung, was ein und dieselbe Sache ist. Wenn du von ihr eine Frage bekommst, dann hast du wahrscheinlich die Vorgabe von deinen Eltern irgendwie übernommen bekommen, dass man doch auf Fragen antwortet, weil das höflich ist, weil das respektvoll ist. Und eine Frage einfach so im Raum stehen zu lassen und nicht zu beantworten, das macht man nicht. Und das wird sich wahrscheinlich sehr komisch für dich anfühlen, wenn du einfach mal eine Frage, die sie gestellt hat, nicht beantwortest. Aber genau hier kannst du endlich als Herausforderung gelten, wo du nicht mehr derjenige bist, der nur ihr hinterher rennt und ihr alles recht macht. Weil das ist in der Tat, in diesem einen Detail geht es dann auch schon los, dass du ihr alles recht machst. Du möchtest ihr jede Frage beantworten und richtig beantworten. Nein, lass uns doch einfach mal dieses Spiel umdrehen, den Tanz jetzt mal zu einer kleinen Pirouette bringen und sie dazu bringen, dass sie deine Fragen beantwortet. Das heißt, lass doch mal eine Frage unbeantwortet und stell eine Gegenfrage. Oder du bringst einen neuen Input, wir sagen dazu, wenn du emotional wertig redest, dann ist das ein Flirt-Element.
und bringst das Ganze in eine neue Richtung. Vielleicht eine verrückte Fantasie, vielleicht eine übertriebene Bitte. Vielleicht ist es auch einfach nur ein sexuelles Innuendo, mit dem du aber nicht weitergehst als dieser kleine Kommentar. Und damit hast du etwas Druck aufgebaut, aber direkt wieder Druck weggenommen. Ja? Für weitere Beispiele schau dir gerne hier dieses Video an, das ich dir auf der nächsten Seite dort verlinkt habe. Dort erkläre ich, was Flirt-Elemente sind und wie du damit Frauen verführen kannst. So, das ist aber dieses kleine Druck aufbauen, Druck wieder lösen. Wenn du ihre Frage nicht beantwortest, dann machst du dann nämlich etwas ganz Besonderes. Du zeigst, dass du auch mal ihr den Raum überlässt, ihr die Führung überlässt. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn du löst damit den Druck. Du löst den Druck, dass du dieses Gefühl ihr ständig gibst, dass du alles versuchst richtig zu machen. Du lässt es auch einfach mal da stehen, dass du keine Frage beantwortest. Das nächste ist, dass du zum Beispiel nicht immer das letzte Wort haben musst. Ich sehe das jeden Tag, dass Männer, wenn sie mit Frauen schreiben, unbedingt das letzte Wort haben müssen. Sie sagt, okay, ja, dann sehen wir uns morgen. Und dann antwortet der Mann wieder, alles klar, bis morgen. Oder sie, ich freue mich. Oder sie verabreden sich zum Date oder nicht mal zum Date und dann will er unbedingt das alles. Und du kennst das Gefühl, du willst unbedingt dafür sorgen, das ist diese hundertprozentige Verantwortung, von der ich vorhin gesprochen habe. Du hast diesen Zwang, dass du unbedingt alles daran gesetzt hast, dass es gut verläuft. Und das bedeutet, dass du das letzte Wort haben musst. Das ist dieser Druck, das ist dieser Zwang. Ich muss quasi ein richtig schönes Geschenkpapier nochmal drumherum machen um dieses Paket und eine Schlaufe, damit es ein schönes Paket ist. Ah, jetzt habe ich meinen Job gut gemacht. Ich habe das letzte Wort gehabt und es war ein angenehmes Wort oder vielleicht sogar noch ein Kompliment. Das ist das Schlimmste, wenn ich sowas höre. Wenn eine Frau dich herausfordert oder dir sogar einen kleinen spielerischen Test gibt und du ihr dann sofort ein Kompliment gibst und sagst, ja, hey, ich fand dich aber echt toll. Sie sagt vielleicht, du, ich weiß nicht, ob wir uns nochmal treffen sollten. Und du antwortest, ja, ich fand unsere Zeit aber echt toll und du bist eine tolle Frau und ich mag dich. Das heißt, sie ist gerade dabei, eine unabhängige Person zu sein und dir das zu vermitteln, dass du ebenfalls eine unabhängige Person sein solltest. Und du machst genau das Gegenteil. Übernimmst die komplette Kontrolle, versuchst es jedenfalls, und versuchst es wieder gerade zu biegen und gibst ihr ein Kompliment, damit sie dich wieder mag. Das ist eine garantierte Fehlzündung. Garantiert. In diesem Moment lässt du es einfach mal stehen. Wenn sie zum Beispiel ein Date absagt, weil sie keine Zeit hat, lass doch einfach mal die Nachricht da stehen und antworte nicht darauf. Nicht, um ihr eins auszuwischen, nicht, um damit irgendwie das Gegenteil von dem zu sein, was du bisher warst, sondern weil du durchatmen kannst. Weil du damit den Druck... Weil du okay bist mit der Situation. Genau, weil du damit auch zeigst, dass du okay bist mit der Situation. Du hast echte Akzeptanz, nicht nur für sie, sondern für die Umstände. Das heißt, going with the flow. Du bist völlig in Ordnung damit. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, aber wenn ich völlig in Ordnung damit bin, warum sollte ich dann nicht trotzdem antworten, um ihr einfach zu zeigen, hey, das passt für mich? Die Antwort ist ganz leicht, weil sie aus all ihrer Erfahrung heraus die Männer, die dann trotzdem noch das letzte Wort haben müssen, direkt mit dir in einen Topf werfen wird. Weil das ist nun mal das Verhalten, das für sie indikativ ist, ding, 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 das ist ein emotional abhängiger Mann. Darum hilf ihr in diesem Verführungsprozess, indem du ihr proaktiv zeigst, ich bin keiner von denen. Ich bin ganz entspannt. Du hast eine Absage erteilt, passt für mich. Und dann kannst du ein paar Tage später wieder schreiben. Ja? Oder eben, wenn es auch eine ganz positiv verlaufende Unterhaltung ist, dass du nicht das letzte Wort haben musst. Wir reden hier oft von Vakuum. Das Ganze ist auch beim Flirt in Person genau dasselbe der Fall. Du musst nicht immer den luftleeren Raum, wenn keiner von euch redet, unbedingt mit Worten füllen. Es ist völlig okay, mal einfach das Nichtgesagte im Raum stehen zu lassen, mit einem Augenkontakt, mit vielleicht einem kleinen Schmunzeln. Vielleicht spielst du sogar mit den Augen, machst du irgendwie sowas und sagst, guter Augenkontakt. Ohne Ruhe und Vakuum kann keine Anziehung entstehen. Ruhe und Vakuum ist der Nährboden dafür, dass du Anziehung erzeugen kannst. Das heißt, in deiner Entspanntheit, in deiner Gelassenheit, kannst du dich wirklich unabhängig fühlen und auch unabhängig zeigen. Und das ist der erste Faktor
von einer erfolgreichen, gesunden Verführung. Emotionelle Unabhängigkeit und dann kommt der zweite Faktor, Wertschätzung. In diesem Fall durchaus, indem du dann den neuen Impuls setzt, eine Frage an sie hast oder das Date vorschlägst, das Gespräch weiter vorwärts treibst, sie weiter kennenlernen möchtest. Das ist Interesse. Du hast Unabhängigkeit und du hast Interesse. Das ist die gewinnbringende Kombination und das ist die Mitte, die wir versuchen zu finden beim Herausfordern. Die zweite Eigenschaft, mit der du unwiderstehlich wirst, ist, wenn du filterst. Filtern ist ein natürlicher Prozess beim Kennenlernen. Frauen machen das von ganz alleine. Aber kaum ein Mann macht das. Was ist Filtern? Es bedeutet, dass du sie herausforderst, aber mit einem bestimmten Ziel. Und zwar mit dem Ziel, herauszufinden, ob sie zu dir passt. Du filterst also, bing, dankeschön, machen wir hier eben stumm. Yeah. Du filterst also quasi. Es hat gepasst. Ja, genau. Du schaust also, ob sie zu deinen Wertvorstellungen passt oder nicht. Das heißt, deine Filterfragen sind Fragen, die in der Tat mit deinen eigenen Werten zu tun haben. Du möchtest ja nicht die Katze im Sack kaufen. Eine Partnerwahl sollte nicht einfach nur so sein, dass du die Erstbeste nimmst, weil sie sich an dich ranschmeißt. Deswegen oder weil sie hübsch ist oder lächelt. Richtig. Oder ein tolles rotes Kleid. Richtig. Hat. Das ist ja der Grund, warum du mit dieser Strategie bisher niemals Erfolg hattest, weil Frauen merken, dass du keine Wahl hast und dich an die Erstbeste, die dir schöne Augen macht, ranschmeißt. Und darauf hat eine Frau einfach kein Interesse. Und genau deswegen ist es auch wichtig, dass wir dasselbe bei ihr machen, dass wir ihr die Chance geben, sich für uns zu beweisen. Ja? Beides. Wir können uns bei ihr beweisen, indem wir ihr zeigen, dass wir gewisse Eigenschaften haben, auf die sie Wert legt. Und wir müssen genauso ihr zeigen, dass wir Werte haben, auf die wir Wert legen und die wir bei ihr schauen, ob sie hat. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist wie bei jedem Bewerbungsgespräch. Du gehst ja auch nicht ins Bewerbungsgespräch und sagst, ich nehme den Job. Ja, sie sind so toll, sie sind so schön, sie sind so super, ich will den Job haben, bitte, bitte, bitte. Also echt toll und dann schreibt er dir und du antwortest sofort, ja, ich will einfach nur den Job haben. Natürlich nicht. Ein gutes Bewerbungsgespräch besteht auch darin, dass du Gegenfragen stellst, sagt dir jeder Bewerbungstrainer. Nicht einfach nur die Fragen beantworten, Gegenfragen stellen. Zeigen, dass du Interesse hast und auch selber Ansprüche hast. Und genau da versagen die meisten Menschen. Wenn du also eine gute Filterfrage stellst, dann kannst du das machen, indem du zum Beispiel fragst, wann sie das letzte Mal gereist ist, falls dir wichtig ist, dass jemand weltoffen ist, oder was denn der verrückteste oder eindrucksvollste Ort war, an dem sie gereist ist. Wenn du wissen möchtest, was ihre Vorlieben sind, was das ist, was sie begeistert im Leben. Dann würdest du dir vielleicht sagen, das war die wunderschöne Natur in den Bergen von Kanada. Oder sie wird dir sagen, das war die Großstadt in Tokio und das Leben und die ganzen Farben und die Technologie. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja? Gewisse Eigenschaften willst du vielleicht und andere sind vielleicht nicht so dein Ding. Bei beiden kannst du was davon natürlich lernen. Und selbst wenn du offen bist, was du ja auch sein solltest, weil es geht ja hier nicht darum, Leute auszusortieren und Gründe zu finden, warum sie nicht zu dir passt. Das ist ja auch nicht das Ziel. Sondern mit einer Offenheit an diese Fragen ranzugehen, wirklich interessiert zu sein und dann anhand von den Werten zu filtern, nicht anhand von ihren Erfahrungen oder Vorlieben. Denn wie so oft ziehen sich oft Gegensätze an, was die Vorlieben angeht, aber nicht was die Werte angeht. Hier muss es ganz kritisch sein, dass ihr dieselben oder zumindest sehr ähnliche Werte habt, von denen ihr beide miteinander profitieren könnt. Ja? Das heißt, beim Wertekompass, wenn du dort herausfindest, aus welchem Holz sie wirklich geschnitzt ist, dann kannst du, und das sage ich aus vollster Überzeugung, weil wir es schon millionenmal gesehen haben, dann kannst du auch schon beim ersten Kennenlernen ein ziemlich gutes Bild dafür bekommen, ob sie zu dir passt oder nicht. Ob sie langfristig mit dir eine glückliche Beziehung haben wird oder nicht. Eines der Kernfragen, die ich mir stelle, wenn ich jemanden kennenlerne, ist, wird sie für mich eine gute Freundin werden? Wird sie für mich eine heiße Affäre werden? Oder wird sie potenziell für mich die Frau meines Lebens? Und das bedeutet, es ist alles offen.
Natürlich die vierte Option, werden wir nicht zusammenpassen, besteht natürlich auch. Aber ich gehe eher mit diesem positiven Gedanken in das Gespräch und gehe davon aus, dass wir Freunde werden, weil mein Filtermechanismus allein schon vom, warum ich mit ihr überhaupt das Gespräch gesucht habe, auf den verlasse ich mich ja auch. Der hat ja auch schon gute Dienste getan in der Vergangenheit, deswegen gehe ich jetzt mal von den positiven Ergebnissen aus. Und ich gehe davon aus, dass sie eins dieser drei Rollen ausfüllen wird. Gute Freundin, heiße Affäre oder potenziell die Frau meines Lebens. Und mit dieser Einstellung suchst du auch nach ihren Werten und nach ihren kleinen Eigenheiten vielleicht auch, die aber auch süß sind, die liebenswert sind. Und oh, ich liebe kleine Macken. Oh. Zu entdecken. Ja, wenn eine Frau vielleicht so kleine Ticks hat, dass sie nach jeder Antwort vielleicht mal in die Ecke schaut, weil sie vielleicht eben dann auch dir zeigt, dass sie sich Mühe gibt. Das sind dann die kleinen Eigenheiten, wo du merkst, wow, okay, anscheinend ist sie ein bisschen nervös, weil sie mich mag. Und dann kannst du dich entspannen. Aber das sind ganz viele Kleinigkeiten, auf die du noch mit der Zeit irgendwann, wo dein Auge sich drauf einstellt. Das Schöne ist dann, dass du nicht mehr den Druck hast, ihr alles recht zu machen. Du kannst sie einmal fragen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Manchmal auch genau so. Eine der schönen Fragen, die du so stellen kannst, gerade am Anfang des Kennenlernens, was ich manchmal mache, wenn ich eine Frau angesprochen habe, ich habe sie gesehen, ich dachte, wow, toll, bin zu ihr hingegangen, habe sie angesprochen, habe mit ihr geredet und wir gehen vielleicht gehen ein bisschen spazieren, laufen ein paar Meter und ich sage mir, also vom Aussehen hast du mich ja schon am Anfang direkt irgendwie fasziniert, aber gut aussehen tun ja viele Menschen. Was mich interessiert, ist, aus welchem Holz bist du denn so geschnitzt? Was für ein Typ Mensch bist du eigentlich? Und damit ist der Ball bei ihr. Sie hat jetzt die Chance zu zeigen, was für ein Mensch sie so ist. Und das ist ungefähr die Fragestellung, wie du sie normalerweise nur von Frauen kennst, dass sie dich in Anführungsstrichen testen. Aber das ist nichts Schlimmes. Damit wollen sie nicht dich irgendwie runterbuttern oder sowas. Nein, das ist ja gerade dieses Geschenk, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Dieses Geschenk kannst du hier ebenfalls machen. Nicht aus Negativität, sondern eben aus Offenheit, aus Kuriosität, aus Neugier. Das bedeutet es, zu filtern. Wenn du deine eigenen Filterfragen anhand von deinen Werten wirklich mal ganz genau erstellen willst, dass du weißt, welche Werte du hast und wie du die Frau nach deinen Werten filterst, damit du attraktiv bist, wenn du diese Filterfragen stellst und dann auch die richtigen Frauen herausfilterst, die dir gut tun und nicht einfach nur ein hübsches Gesicht haben, sondern auch intelligent und mit deinen Werten konform sind, dann schau dir doch ruhig mal unseren Videokurs an, wo ich das in etwa einer Stunde genau erkläre. Das ist ein kostenloser Videokurs, den kannst du dir hier anschauen. Ich werde dir auch in der Infobox, also in der Beschreibung verlinken. Denn dort kannst du deine eigenen Filterfragen entwickeln. Ich erkläre dir ganz genau, wie du das machst. Und dann natürlich auch direkt testen bei der Frau auf der Arbeit oder im Freundeskreis, auf die du ein Auge geworfen hast. Du kannst uns dann auch deine Filterfragen zusenden. Da gibt es dann extra ein Formular, wo du deine Filterfragen uns zusenden kannst. Und ich kann dir dann dazu nochmal Feedback geben. Ich bin ja eher der direkte Typ. Ich frage dann eher so, du, ich liebe es, mich ab und zu mal kreativ zu beschäftigen, weil ich das Bedürfnis habe, etwas zu machen, was Auswirkungen hat. Irgendetwas, was mich befriedigt, weil ich etwas geschafft habe, dass ich irgendwas verändert habe. Was machst du denn, um kreativ zu sein? Was machst du, um dich auszudrücken? Darüber kann man stundenlange Konversationen führen, über verschiedene Persönlichkeitstypen, wie sie die Welt sieht, wie sie sich ausdrückt, wie sie es wahrnimmt, wenn andere Menschen sich ausdrücken, wie sie es gerne hat, wie andere sich ausdrücken, wie du es gerne hast, wie andere sich ausdrücken. Also ganz, ganz, ganz viele Fragen, die daraus entspringen können. Tolles Beispiel, Makako. Das ist einer dieser Filterthemen, über die man noch sehr viel länger reden kann. Wie gesagt, wenn du deine eigenen Filterfragen entwickeln willst, klick auf den Link in der Beschreibung oder hierhin und schau dir den kostenlosen Videokurs an. Kommen wir zur dritten Eigenschaft, die du als Mann haben solltest, um bei Frauen auch das Interesse auf dich zu lenken. Und das ist Komplimente. Auf diesem Kanal habe ich schon etliche Videos über Komplimente gemacht, wie du attraktive Komplimente gibst und wie du Komplimente gibst, die von ihr vor allem auch gehört werden, wo sie sich gewertschätzt fühlt und nicht dir einfach einen Korb gibt, weil sie das schon 1000 Mal gehört hat. In diesem Video möchte ich aber über Komplimente 2 neue Dinge sagen, die sehr wichtig sind. Das erste ist, damit du ein schönes, herzliches Kompliment überhaupt geben kannst, musst du anfangen,
dir selber Komplimente zu geben. Dir selber mal Wertschätzung zu geben für das, was du schon gut gemacht hast. Jede Liebe fängt bei der Selbstliebe an. Und wenn du einer Frau ein authentisches Kompliment geben möchtest, denn nur authentische Komplimente werden auch funktionieren, dann musst du geübt sein darin, dass diese Komplimente frei aus dir herausfließen, dass da keine Blockaden sind, etwas zu sagen, was irgendwie wertschätzend ist. Wertschätzung sollte öfter aus dir rauskommen. Das heißt, übe dich jetzt schon mal bei Männern, bei deiner Familie, bei deiner Mutter, bei deinem Vater, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Freunden. Gib einmal jedem Menschen, den du jetzt in diesem Tag oder in dieser Woche, legen wir sofort los, jedem Menschen, den du ab diesem Augenblick für die nächsten 7 Tage begegnest, gib ihnen ein Kompliment. Schau, was du an diesem Menschen schätzt. Geh einmal wirklich in dich. Was ist denn, was dieser Mensch wirklich was diesen Menschen einzigartig macht und wofür ich echt dankbar bin, was er echt toll macht. Und dann sag das diesem Menschen. Und dann, am selben Abend noch, stellst du dich vor deinen eigenen Spiegel und gibst dir ein Kompliment für das, was du Tolles gemacht hast an dem Tag. Finde etwas. Ich garantiere dir, da waren viele Sachen. Und denk über Eigenschaften nach, nicht nur um Äußerlichkeiten. Ein Kompliment darf mehr sein als: Ich finde es toll, wie du dieses Kleid anhast, weil dein Arsch dann so prall drin aussieht. Nein. Auf dieses Kompliment würden ja die meisten nicht mal kommen, weil damit müsste man ja sexualisieren. Und das trauen sich ja immer noch die meisten. Oh mein Gott. So, wenn du das aus Leichtigkeit heraus sagen kannst, dann ist das natürlich auch ein schönes Kompliment. Allerdings ist das nur dann ein schönes Kompliment, wenn du das aus Leichtigkeit heraus sagen kannst. Das ist genau das, was du meinst, Makako, ja. Es ist wichtig, dass du in diese Übung kommst, Komplimente sagen zu dürfen, dir selber und anderen gegenüber. Völlig richtig. Komplimente sind dann schön, wenn du also aus freien Stücken ungezwungen sie äußern kannst. Und das geht nur, wenn du bei dir selber angefangen hast. Wenn es eine alltägliche Normalität ist, für dich selber und für andere Wertschätzung zu empfinden und auch auszudrücken. Das ist das Erste. Das Zweite, über das wir hier auch unbedingt sprechen müssen, ist, dass du Komplimente, wenn du sie dann aussprichst, dass sie genauso wie die Herausforderung nicht die ganze Zeit passieren sollten. Wenn du glaubst, dass ein Kompliment wichtig ist in der Verführung und dass es eins dieser Dinge ist, die man so macht, wenn man eine Frau mag, dann gehst du viel zu technisch an diese Sache ran, mit viel zu viel Druck, dann wird dieses Kompliment nicht gut ankommen. Und dann wirst du wahrscheinlich auch viel zu viele Komplimente geben. Ein gutes Kompliment kommt dann, wenn es eben nicht die ganze Zeit kommt, sondern in der Tat, genauso wie Geld inflationär wird, wenn du es zu viel druckst, so ist das auch mit deinen Komplimenten. Wenn du zu viele von ihnen gibst, dann werden sie irgendwann wertlos, weil man denkt, ja, das macht er die ganze Zeit, das macht er ja auch bei anderen Frauen, das zählt ja nicht. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du auf einem Konzert bist und der Künstler sagt, oder der auf einer Zaubershow und der Magier da vorne sagt, ihr seid das beste Publikum, was ich jemals hatte. Das habe ich doch schon 100 Mal gehört, das sagt er bestimmt bei jedem Publikum. Das ist dasselbe Gefühl, was sie hat, wenn du eins dieser Floskeln raushaust. Wie zum Beispiel das Kompliment für ihre Augen. Das hat sie schon 1,000,000 Mal gehört. Ich erinnere mich an meine allererste Freundin, bei der ich es endlich geschafft habe und nicht mehr in dieser Abhängigkeit drin war. Das ist jetzt schon über 15 Jahre her, aber was ich bei dieser Frau gesagt habe, ist, ich finde deine Augenbrauen echt schön. Und sie hat gelacht und gesagt, meine Augenbrauen. Ich so, ja. Und ich konnte es auch erklären. Und gesagt, aber nur die Linke. Ich habe es ihr genau erklärt. Gesagt, ja. Du zupfst sie auf so eine Art, dass sie nicht zu voll sind, aber auch nicht zu wenig. Viele zupfen viel zu viel weg. Und bei dir akzentuiert das eigentlich so eine Art von Lächeln, ohne dass da noch irgendwie Make-up mit dazu muss. Das ist tolle Augenbrauen. Gute Arbeit. Also hast du eine Leistung. Ist eine Mischung. Ist eine Mischung aus Leistung und aber auch ihres Aussehens. Es war eine schöne Mischung, aber das ist das, worum es geht. Du kannst natürlich jetzt aus diesem Tipp herausziehen, aha. Das heißt, ich sollte nicht Komplimente geben für Dinge, die sie die ganze Zeit hört, sondern für außergewöhnliche Dinge. Ja, das kannst du durchaus aus diesem Tipp herauslesen. Aber was ich damit wirklich sagen möchte, ist, dass du dir einmal den Menschen vor dir wirklich anschaust. Nicht einfach nur optisch, sondern auch die Werte, die Persönlichkeit, den Charakter.
Du versuchst zu erspüren, welche Ängste, welche Gefühle, welche Intention dieser Mensch hatte. Wie zum Beispiel bei den Augenbrauen. Ich gehe da jetzt sehr ins Detail, aber so macht das Spaß. Dass sie sich zum Beispiel die Mühe gemacht hat, dass es die richtige Menge an Zupfen ist. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das weiß ich wertzuschätzen. In der Mitte liegt der Weg. Man sollte niemals in die eine Richtung oder die andere übertreiben. Und das hast du wunderbar gemacht. Das bedeutet es, einen Menschen wirklich vor dir wahrzunehmen, in all seiner Schönheit, in all seinen Makeln, im Guten wie im Schlechten. Und dann diesen Menschen aufgrund dessen, dass du das Gute wie das Schlechte wahrgenommen hast, erst auf Augenhöhe mit ihm begegnen kannst. Das nimmt dir den Druck, das nimmt dieses Ganze, oh, sie ist ein perfekter Engel, und gibt dir erst wirklich die Möglichkeit, sie zu lieben. Und nicht zu lieben im Sinne von, boah, sie ist die Einzige, die mich auch mag, ich liebe sie. Nein. Sondern weil du Auswahl hattest, weil du aus verschiedenen potenziellen Partnern geschaut hast und dann sie ausgewählt hast, weil du gesagt hast, mir gefallen ihre Werte, mir gefällt, wie sie die Welt sieht, mir gefällt, welches Gefühl sie bei mir auslöst und welche Abenteuer wir schon gemeinsam erlebt haben. Der Sex ist fantastisch und ich möchte mehr von ihr in meinem Leben haben. Ich wähle sie aus freien Stücken. Und dazu musst du auch die Makel sehen. Kommen wir zurück zu den Komplimenten nach diesem kleinen Ausflug. Bei einem Kompliment ist dementsprechend auch einfach wichtig, dass du nicht in die eine Richtung noch in die andere Richtung übertreibst, damit du die richtige Mitte findest, auch an wie häufig ein Kompliment zu sagen sein sollte, musst du in diese Gewohnheit kommen von Punkt 1, dass du einfach oft Wertschätzung anderen Menschen geben kannst. Wo es nicht um Resultate geht. Menschen, bei denen du nicht direkt Liebe zurückerwartest, ja, wie bei dieser einen Frau, wo du etwas gerne zurück hättest. Sondern bei den Menschen, wo du nichts zurückerwartest. Bei deinen Eltern, bei vielleicht guten Freunden, bei Arbeitskollegen. Komm in diese Übung und vor allem natürlich dir selber, wenn du dich anschaust. Gib dir selber mal einen guten Klopfen auf die Schulter. Du hast es nämlich verdient. Du bist immer noch hier. Wir haben das Video, wie lange ist es schon? Über eine halbe Stunde, bin ich mir sicher. Du bist immer noch da. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Danke, dass du hier bist und danke, dass du versuchst, ein besserer Mensch für Frauen zu sein. Frauen wollen dich auch kennenlernen. Sie haben es verdient, dich kennenzulernen. Du hast es verdient, sie kennenzulernen. Wenn du uns auch dafür ein Kompliment machen möchtest, dann gib diesem Video einfach ein Like. Das würde mich sehr freuen. Und gerne auch ein Kompliment in den Kommentaren. Das erwärmt auch mein Herz. Auch ich bin nur ein Mensch. Auch Makako ist nur ein Mensch. Was? So. Kommen wir zur vierten Eigenschaft. Viertens, Berührungen. Bei Berührungen tun sich viele Männer schwer. Entweder sie sind viel zu touchy, weil sie unbedingt diese Connection herstellen wollen, sind aber nicht viele, oder sie berühren gar nicht aus Respekt, aus Höflichkeit, aus Distanz oder eben, weil sie nicht einer von diesen Kerlen sein wollen. Das heißt, sie wollen nicht rüberkommen wie ein Macho, wie ein Player, wie irgendjemand, der einfach so Frauen aufreißt. Sie wollen respektvoll rüberkommen. Auch hier wieder, ähnlich wie bei einem Kompliment, ist eine Berührung etwas Schönes. Allerdings nur dann, wenn sie auch genauso im Fluss passiert, das heißt authentisch passiert ist. Wenn sie wirklich in dem Moment ein natürlicher Ausdruck deiner Wertschätzung für sie war. Nicht, weil es gezwungen war, weil du damit irgendwas erreichen wolltest. Das ist die Falle, wo du aufpassen musst, dass du da nicht reinfällst. Sondern, weil du eine wirklich schöne Zeit mit ihr hattest. Oder du gibst ihr die Hand bei der Begrüßung und du gibst ihr die Hand wirklich voll im Moment. Das heißt, du schüttelst ihre Hand, schaust ihr in die Augen. Schön, dich kennenzulernen. Oder wenn sie natürlich schon dich länger kennt, dann ein Küsschen links oder bei manchen ein Küsschen links, Küsschen rechts. Und diesen Moment einfach so in dem Raum, in dem ihr seid, existieren lässt. Nicht zu schnell wieder weggehst. Dich nicht versuchst zu fliehen vor der Berührung. Aber auch nicht versuchen, da zu bleiben und die Berührung lang zu machen. Sondern dieser Berührung den Raum zu geben, den sie verdient hat. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Den Raum zu geben, den sie verdient hat. Ja, wir haben gerade gleichzeitig geredet, aber das möchte ich nochmal sagen. Dieser Moment, das ist der Moment, in dem du und sie diese Entspanntheit voneinander wirklich spüren könnt. Und das ist schon mal die halbe Miete. Wie gesagt, Entspanntheit und Unabhängigkeit ist der Nährboden für diese gesunde Art der Verführung. So gib der Berührung den Raum, den sie verdient hat. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und du wirst merken, was dieser perfekte Moment ist. Wie lange dieser Moment gehen sollte, wenn du anfängst durchzuatmen, zu entspannen.
Wir helfen dir natürlich sehr gerne dabei bei den Flirt-Spezialisten. Schau dir mal in den Kommentaren den ersten Link an, den ich hier reingepostet habe. Dort bringen wir dir natürlich sehr gerne bei uns im Coaching, wie du diese Entspannung auch bei Frauen hinbekommst. Und kommen wir jetzt zum fünften Punkt, zur fünften Eigenschaft. Die fünfte Eigenschaft dieses attraktiven Mannes haben wir schon angeschnitten. Sie ist aber so wichtig und deswegen emotionale Unabhängigkeit. In diesem Kontext wollen wir einfach mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass du weibliche Freunde hast. Denn emotionale Unabhängigkeit ist ein Zustand, ist eine Entscheidung. Ja, du kannst dich jeden Tag dazu entscheiden, emotional unabhängig zu sein. Aber es macht es viel leichter, wenn du auch Frauen um dich herum hast. Das heißt, dass du in einer Normalität lebst, in einem Zustand der Normalität, in dem Weiblichkeit einfach für dich jederzeit zugänglich ist. Du kannst mit Frauen reden, Frauen sind gerne in deiner Nähe und du zeigst ihnen, dass du nichts von ihnen erwartest. Die meisten Männer kriegen das nicht hin, weil wenn sie eine Frau kennenlernen, dann geht es immer direkt ums eine. Es geht immer direkt darum, dass sie vielleicht eine Freundin wird oder dass sie mit ihnen schlafen werden. Und wenn du einmal das Gegenteil tust, wenn du dir selber einmal beweist, ich brauche nicht unbedingt jede Frau rumkriegen, ich brauche auch nicht diese eine Frau unbedingt zur Freundin haben, sondern ich bin jemand, der hat viele Frauen um sich herum. Da haben wir einige Kunden bei uns, die haben das noch überhaupt nicht. Die haben keinerlei weibliche Freunde, vielleicht eine Freundin. Dann haben wir Kunden, die haben sehr viele Frauen um sich herum, haben aber dann Schwierigkeiten bei den anderen Punkten, die wir heute aufgezählt haben. Das heißt, wenn du viele Frauen um dich herum hast, dann schau dir das Video nochmal an, denn die ersten vier Eigenschaften sind dann wahrscheinlich bei dir kritisch. Wie dem auch sei, Frauen um dich herum zu haben, sollte normal sein. Und in dieser Normalität ist es dann natürlich auch normal zu flirten. Flirten heißt aber nicht, dass du etwas von ihr brauchst oder erwartest. Flirten solltest du sowieso auch mit deinen Freunden, mit Hund, Katze, mit der Wand. Flirten ist die Sprache des Spaßes. Es ist die emotional wertige Sprache der Verführung, die einfach jeden Moment aus dir raus sprudeln darf. Es bedeutet, dass du dich in Leichtigkeit und Freude bewegst und deswegen auch deine Sprache eine spaßige, freudige und verführerische Sprache ist. Das muss nicht immer direkt mit Sex zu tun haben. Das kann einfach witzig sein. Da gibt es verschiedene Flirtelemente, die du machen kannst, die die meisten gar nicht mal direkt auf Sex oder eine Beziehung abspielen, hinauslaufen. Es ist einfach, dass du mit deinen weiblichen Freundinnen, die du dir erstmal ansammeln darfst und dir selber auch sagst, ich werde jetzt einmal aktiv, nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil ich es schön finde, Frauen um mich herum zu haben, werde ich aktiv Frauen einmal in die Friendzone packen. In meine Friendzone. Welcher Mann macht das schon? Das macht kaum ein Mann. Aber es ist sexy. Ja, aber es ist sexy. Es ist deswegen auch sexy, weil du diese Frauen, die jetzt deine Freunde geworden sind, natürlich auch wenn du mit ihnen weggehst, auf einmal Signale für alle anderen Frauen im Raum erstellst, dass du ein Mann bist, der von Frauen umringt wird. Und das ist nun mal, ja, das ist nun mal attraktiv, weil es den anderen Frauen dann das Zeichen gibt, wow, er ist jemand, der kommt mit Frauen gut zurecht, der scheint attraktiv für Frauen zu sein. Und dann will sie natürlich dich mehr kennenlernen, weil sie weiß, sie hat quasi von den anderen Frauen schon den Beweis gesehen, dass du keine Gefahr bist, dass du sehr gut mit Frauen umgehen kannst und dementsprechend dann wahrscheinlich auch mit ihr sehr gut umgehen wirst. Es hilft dir, es hilft dir, es hilft dir. Hab Freunde, die weiblich sind. Erschaffe Freundschaften, die weiblich sind, damit du einmal rauskommst aus diesem Mann. Sobald ich eine Frau kennenlerne, habe ich diesen Druck, da muss irgendwas geschehen. Nein, da muss gar nichts geschehen. Aus dieser Normalität heraus ist der Flirt viel angenehmer und auch viel zugänglicher, viel normaler. Das sind die fünf Eigenschaften. Es gibt noch weitere, aber wenn du wissen möchtest, wie du mit diesen Eigenschaften die Frau einmal auf deinen Prüfstand stellst, dann schau dir unser Videotraining an. Ist ein kostenloses Videotraining, geht etwa eine Stunde. Schau es dir in aller Ruhe zu Hause an. Klicke hier, schau es dir zu Hause in aller Ruhe an und finde heraus, wie du mit konkreten Fragen die Frau, die du schon kennst, dahin bringst, dass sie sich Gedanken macht, wie kann ich ihn denn verführen? Also, schau es dir jetzt an. Ja, und heute Mittag und heute Abend und morgen Mittag, morgen Abend und morgens, ach, guck es 999 Mal an. Genau, hier hinklicken. Dahin, schau es dir an. Klick, 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 klick. Watch, watch, watch.